Schönen guten Tag, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Most Actives Live hier aus dem Handelssaal der Frankfurter Börse. Und auch heute lohnt sich natürlich wieder mal der Blick auf die DAX-Tafel, denn nach dem fulminanten Start in den Monat Juni gestern konnte der DAX sogar noch eine Schippe drauflegen. Wir sind über der Marke von 12.000 Punkten gestartet und dieses Plus wurde noch weiter ausgebaut, zwischenzeitlich sogar über die Marke von 12.300 Punkten. Das heißt, die Bullen haben die Bären hier erstmal geschickt in die Sommerferien entlassen und wir haben laut den Händlern auch weiterhin hohe Umsätze. Das heißt, diejenigen, die bei ca. 10.000 Punkten gedacht haben beim deutschen Leitindex, es geht jetzt definitiv noch ein ganzes Stück weiter nach unten. Die müssen natürlich alle spätestens jetzt in den Markt, um von der Rallye noch profitieren zu können. Und das müssen sie natürlich dann auch zu den aktuell gegebenen Konditionen. Außerdem ist es natürlich die Hoffnung auf umfangreiche Konjunkturpakete, die den deutschen Leitindex antreiben. Und auch von Seiten der Wall Street gibt es ein kleines bisschen Rückendeckung vom Dow Jones. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die meistgehandelten Werte des Online-Brokers Fledex und starten natürlich auch heute mit den meist gekauften Aktien. Und darunter finden wir auch heute mal wieder Wirecard, TUI, BASF, Daimler und Airbus. Und wir schauen uns Wirecard etwas näher an, denn hier hat man jetzt bekannt gegeben, dass man den Softbank-Partner mit in den Aufsichtsrat holen wird. Und das kommt bei den Anlegern gut an. Obwohl die Aktie heute zwischenzeitlich mal fast 3% im positiven Bereich notierte, kommt sie jetzt wieder ein kleines bisschen zurück. Aber für alte Hasen bei Wirecard ist das erstmal keine Überraschung, denn Wirecard gehört zu den volatilsten, zu den schwankungsanfälligsten Papieren im deutschen Leitindex. Und da muss man schon wirklich starke Nerven beweisen. Außerdem haben wir TUI mit dabei. Die Aktie zieht heute fast 10% an, denn wir sehen natürlich eine deutliche Erholung in der Reisebranche. Und es gibt ja heute auch die Nachricht, dass der Bund die Reisebeschränkungen der europäischen Länder aufgehoben hat. Und das beflügelt TUI natürlich. Wenn man sich die Aktie etwas näher anschaut, dann sehen wir, dass TUI in den letzten 6 Monaten natürlich auch ganz scharf durch die Corona-Krise nach unten gezogen wurde. 50% ging es hier nach unten und noch ein bisschen mehr sogar. Allerdings muss man sagen, dass seit dem Tief der Corona-Krise für TUI Mitte März die Aktie bis zum heutigen Tag mehr als 120% gut machen konnte. Und wir schauen uns jetzt erstmal die meist verkauften Werte an beim Online-Broker Fledex. Und auch da finden wir Wirecard wieder, aber auch die Lufthansa, TUI, die Allianz und Daimler. Und wir schauen uns die Lufthansa etwas näher an. Die Lufthansa hat heute Morgen Zahlen bekannt gegeben und zwar, naja, desaströse Zahlen, so muss man es wohl nennen, die des ersten Quartals, also die der Corona-Krise. Und man hat unterm Strich also netto einen Verlust von 2,1 Milliarde Euro zu verschmerzen. Um das Ganze ein bisschen besser einzuordnen, im Vorjahr hatte man ein Minus von 342 Millionen Euro. Trotzdem ist die Lufthansa-Aktie heute auf dem Vormarsch, denn auch hier sind es natürlich die aufgehobenen Reisebeschränkungen, die Hoffnung auf die Rettung von Seiten des Staats und natürlich eben auch, dass die Reisebranche eine deutliche Erholung noch vor sich haben könnte, die erstmal ordentlich pushen. Dementsprechend geht es für die Lufthansa-Aktie heute wieder nach oben, obwohl wir zwischenzeitlich dann doch wieder unter der Marke von 10 Euro notiert haben. Soweit zu den meistgehandelten Werten des Online-Brokers Fledex für den Moment, für heute. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund und seien Sie morgen wieder mit dabei.